Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Clara Klug, L., hat bereits die dritte Goldmedaille gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Drittes Rennen, dritter Sieg. Clara Klug ist die überragende Athletin der nordischen Ski-WM der Behindertensportler. Auch andere Deutsche holen Medaillen. Drittes Rennen, dritter Sieg. Die 24-jährige Clara Klug, München, drückt der nordischen Ski-WM der Behindertensportler weiter ihren Stempel auf. In Prince George, Kanada gewann Klug im Biathlon auch das Rennen der Frauen mit Sehbeeinträchtigung über 12,5 Kilometer und machte nach den Erfolgen über 10 und 7,5 Kilometer den Goldhattrick perfekt. Ich dachte, ich muss sterben. Jeder Schritt war ein kleiner Kampf und es hat irgendwann nur noch wehgetan, sagte Klug, die trotz einer Erkältung triumphierte. Ich bin zwar krank, aber überglücklich. Bundestrainer Ralf Rombach schwärmte, es ist schon beachtlich, wie sie die WM gemeistert hat. Neben Klug blieb auch die 17 Jahre alte WM-Debütantin Johanna Rechtenwald, Marpingen, bei den vier Schießeinlagen ohne Fehler. Der Lohn war Bronze. Flaig und Eskau holen weitere Medaillen im Wettkampf. Der Sitzathleten jubelten zudem Martin Flaig, Freiburg, über Silber und Paralympicsiegerin Andrea Eskau, Magdeburg, über Bronze. Meine zwei Fehler hätten nicht sein müssen. Ich kann sie mir auch nicht erklären. Aber ich bin natürlich zufrieden. Die Silbermedaille ist geil, sagte Flaig. Eskau klagte bei Temperaturen von minus 17 Grad über eiskalte Finger. Aber das Problem hatten ja alle Athleten, insgesamt 9 deutsche Teilnehmer kämpfen in Prince George noch bis Sonntag um Medaillen. In den Klassen der Sitzenden, Stehenden und der Konkurrenz der Sehbeeinträchtigten messen sich die Athleten in den Disziplinen Langlauf und Biathlon mit insgesamt 130 Startern aus 20 Nationen.